sicher, dass es überhaupt einen anderen Set-Effekt mal hatte. Habe ich gehört. Haben sie gesagt. Egal, wenn wir irgendwie mal eins gefarmt bekommen, dann werden wir das ja sehen, ne? Ja. Okay. Vielleicht wissen das ja auch welche unserer Zuschauer, die das jetzt einfach mal unter die Kommentare schreiben können. Unter die Kommentare gleich. Oho. Na, vielleicht auch in die Kommentare, mal sehen. Also, aber unter ist ja erstmal genug. Ihr könnt es auch über die Kommentare oder Direkt einen Videotitel am besten ihr könnt reinschreiben. auch, ja, Videotitel oder per Videoantwort, kein Problem. Könnt ihr Per alles machen. Videoantwort. Martin macht dazu auch gerne eine Videoantwort selbst. Oder ich. Oder du? Wenn ich überhaupt Zeit finde dazu. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen habe ich jetzt einmal 27 Minuten Live-Aufnahme und keine Ahnung. Also wie lange bist du jetzt schon auf etwa? So, geschätzt. Ich doch nicht. Okay, wird schon alles super sein. Ich habe jetzt, also ich dachte mir, ich ging gerade. Warte. Ja, 27 kann schon grob hinhauen. Okay, also ich ging nämlich gerade eigentlich Nee, fest warte, davon. 37. Wir nehmen, also ich, keine Ahnung. Ungefähr seit Viertel nehmen wir auf. Nee, seit 20. Oder so. Da könnte es mit 27 sogar auch hinhauen. Ich glaube, ich Ich war habe vor der 18 falls was. Überzeugung, dass ich eigentlich bei 15 Minuten einmal aufgehört habe und jetzt dann beim zweiten Mal bei 20 Minuten. Hä, wie Was? aufgehört? Also kurz unterbrochen. Warum machst So. du sowas? Ja, weil das Ich weiß schon, dass es der einfacher ist. Synchronität schadet. Nein, scheint nicht. Ja, hast du dir irgendwie ein Räusperzeichen oder so gemacht, was du dann später beim Nachbearbeiten wiederfindest? Ich habe das ein bisschen anders gelöst, aber ja, das ist kein Problem. Nee, das andere Okay, Ding war jetzt solange eigentlich das dann nur. nicht asynchron wird. Also, Nee, mir keine ist Sorge. es im Endeffekt egal, ich muss über die Videos nicht, oder was heißt, ihr müsst ihr euch auch nicht ansehen, aber Doch, ich muss ich schaue eigentlich mir schon. das Zeug ja nicht an. Weil, ich meine. Ja, nee, aber das Ding ist gerade nur, keine Ahnung, ihr dreht mich halt irgendwie bewusst. Dachte mir eigentlich, hat das eigentlich zumindest so 35 insgesamt, aber 27. Naja, wie auch immer. Egal, Judo. Genau. Schuserhelm männlich. Solange du es nicht mit deinen Bluescreens gleich anfängst, oder so geht's ja. Ah, Quatsch. Das glaube ich Nein. nicht. War lange nicht. Aber nicht zu laut sagen. Okay. Verkauf wurde die alte 3. Achso, ist das. Ich dachte schon irgendwie plus 32 habe ich da irgendwie so. Ja, ich denke auch Alter, ich dachte mir so, 38 what? gewesen. 32 wäre richtig heftig gewesen. Ich habe halt auf Dragon Cross wieder um die 20 MAD ausgegeben. Und wie viel verdiene? Nichts, ich habe mir Challenges gekauft. Achso. 3K. 3K, okay. Na Naja, 2,5 streng genommen. dann. Macht schon einen Unterschied. Ja, es stimmt, aber es muss mal sein, muss ich, würde ich sagen. Also ab und an mal, nee, ich muss, Alter, das Psy-IQ ist echt unter aller Sau. Nur 25 bis 29 Wechsel. Ah, oh, okay, na dann ist das natürlich verständlich. Ja, ich will hybride Wechsel haben. Und ich habe meine IQ ist immer einen sehr hohen Anspruch. Muss man sagen. Nein. Ich stelle nicht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Servolts irgendwie keine Arme haben, aber Hände? Na, das ist ja quasi, das sind ja so elektrische Dinger, die wahrscheinlich Volts, irgendwie, keine Ahnung, möglicherweise dann quasi durch irgendwelche elektromagnetischen oder magnetische Einflüsse die diese Hände da festhalten. Macht die Erklärung Sinn? Ja. Aber die versteht es wahrscheinlich. Ja. Gut. Okay, ich habe jetzt hier so ein Multiplate-Swap.
Lol, 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 lol. Food. Sehen wir dann verrecken. Ich kann euch gar nicht verrecken. Boah, zwei Karte mit jetzt. Oh Gott. Schaden. Boah, Level up. Oh. Oh nein, die Dinger sind blitz. Irgendwas kaum. Okay. Ha, na schuld. Alter! Kriegt gerade auch jemand den Burst-Zeit-Leben so? Ja, es war immer unsere Reaktion da, sind immer irgendwie geil. Erstmal alle Buttons gleichzeitig. Nein, nein, das ist bei mir nicht so. Nicht. Okay. Aber halt. Das wird dann immer so ein bisschen ausrasten quasi. Aber es ist so. Oh. Hatte mein Ding nicht auch eben in der Lage? Cruise Accounts. Gerade irgendwie echt sau viel Glück mit Satzteilen. Oder zumindest ich gerade. Also. Ja, ich droppe auch relativ viel. Muss man sagen. Hm. Im Prinzip wird schon ein halbes Wedge-Set, ein halbes Cruiser. Ich brauch mal irgendwie Box irgendwie. Halbes Punk-Riedel, wie auch immer. Hm, das bräuchte ich auch. Für die ganzen Questies, Alter. Boah, ja, das ist echt schlimm. Die ganzen Low-Level-Questies hau ich jetzt schon mittlerweile weg und so. Weil ich meistens zu unfähig bin, die ab wegzulagern. Ich hab mal, ja, letztens nach der letzten Aufnahme, bevor ich angefangen habe mit Sorgen, mein ganzes Inventar ausgeleert, ausgemüllt und so weiter. Das hättest du vielleicht auch mal machen. Mein Inventar ist eigentlich leer. Mhm. Also abgesehen von diesen kleinen Nebendinger, die ganzen kleinen Nebendinger habe ich alle gelagert. Damit ich sie halt habe. Mhm, okay. Oh Gott, jetzt greifen mich zwei Mobs an. Zwei Bots, ja. Zwei Bots, ja, zwei Bots sogar. Wow. Bad lag. Oh, drauf meine Pizzas. So geil. Ja. Ich hätte auch Bock drauf, Alter. Ich glaube, ich esse dann rüber. Boah, das ist echt assi. Jetzt so Pizza, boah. Also echt so. Teilweise irgendwie so, boah. Ich hätte gerade echt Bock auf Rührei. Also so speziell Rührei. So mit Käse und so. Hm. Schmeckt richtig geil, Alter. Oh Gott, ich will dich ja den Kick haben. Oh, ich geh lieber weg. Da, ja, was geht so schnell down? Warte mal, Blitz gegen Wind, ist das gut, schlecht? Neutral. Neutral, okay. Bist du schon bei den RTW-Slap? Bist du denn bitte schon? 58, du Cheater. Hm. Geil, oder? Hm. Ich verstehe aber nicht, wieso du jetzt plötzlich so weit vorne bist, quasi. Das wüsste ich ganz ehrlich gesagt auch nur ganz gern. Ich hab keine Lust auf Offscreen-Leveln, Alter. Offscreen, hm. Wenn du Pech hast, eventuell. Na gut, du musst ja dann, du könntest ja dann vielleicht mal, dein Inventar alles aussortieren und so weiter. Ein bisschen alles erwecken, so, um dann später schneller weiterlaufen zu können, oder? Genau. So was halt, kannst du ja machen. Während ich dann halt noch den Rest mache, den ich machen muss. Mhm. Nur die Frage ist, wann lässt du ein Inventar dann? Offscreen. Wenn ich mal Bock drauf hab. Wenn ich gerade nichts zu tun habe oder so, irgendwann muss man auch oder mit so vorkommen. Halt. Okay. Boah, Vakuum gerade 3%. Ich fühle mich heute schon wieder so nach Wochenende, Alter. Mittwoch, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich immer erst den nächsten Tag später Schule habe, was ich heute übrigens auch hatte, dann fühlt man sich immer so nach Wochenende. Irgendwie. So. Hä, wenn du, was nochmal? Wenn man wenn du den nächsten Tag später als sonst Schule hat. Ach so. Also in meinem Fall um 10. Dann. Wie bist du Luxus bei dir? Hm? Wie bist du Luxus bei dir? So Luxus würde ich das nun auch nicht nennen, aber. Naja, gut.
Gut, ich habe Freitag keinen Sport, das heißt, ich habe nur 3 Stunden. Auch kein Luxus, normal, Ja, Standard. und abends dann Geburtstagsparty von einem guten Kumpel. Ah. 18. Geburtstag. Das heißt, das wird ein ziemlich alkoholreicher Abend. Kann ich auch endlich meine ganzen Alkoholvorräte, die ich hier rumgammeln habe, leer machen. Oder leer machen lassen. Oder Wir machen lassen, zusammen ja. mit jemandem leer machen. Oder zusammen mit mehreren leer machen. Ich meine, so eine ganze Jägermeisterflasche. Ist schon. Oh, ich habe auch ein 58er Schild. Ein Schild zum Kiten. War gut geeignet dafür. Liegt möglicherweise am Namen, aber ich bin mir nicht sicher. Nein. Das wäre auszuschließen. So, und. Level up. Nice. Gechat. Jetzt holst du mich irgendwie ein, aber. 56 bin ich erst. Ist ja Ich war wahrscheinlich vorhin mal nicht. 6 Level über dir. Zeitweise. Ah, siehst du. Ganz. Aber jetzt schon ziemlich lange bist du nur 3 Level über mir. Konstant. Jetzt sogar nur 2, oder? Ja, Ja. aber du bist ja wahrscheinlich fast Level 59. Naja, 67%. Also jetzt geht's echt verdammt langsam mit der Zeit. Also damit meine ich echt sehr langsam. Das geht Ging schon. ja noch Prozent. Ja, ich muss mit 2% jetzt bei 5 Level drüber. Ja, gut, es geht, ja. Ich find's in Ordnung, so ehrlich gesagt. Jupp, ich auch. Oh, mein Ding hat keine Waffe mehr. Vielleicht ganz, ob ich diesen Upcut aktivieren soll, aber. Ja, ich sag grad, ne? Aber ich Ja. hab den zum Glück direkt ins Invi-Bag verbannt. Ah, das ist mir voll. Ja, da ich hab in meinem Invi-Bag die ganzen Power-Ups. Gib mir Wedge-Set, Comet Boots, Talin Boots, Talin Helm. So, jetzt keine Buff maximal Level. 20 Stacks, Alter. Frisch geil. Stell dir mal vor, bei den XP jetzt irgendwie da kann dann zu leveln. Boah, ist das geil. Das wird einfach irgendwie so. Keine Ahnung, das wird einfach geil. Was wollte ich gerade noch sagen? Ein Bogen, ein Ach Bogen. ja, ich level gerade relativ schnell, finde ich. Bist Aber du auch schon wieder ansonsten. ab? Nee, nein, natürlich nicht, aber jetzt schon wieder. Ich bekomme immerhin 2, irgendwas Prozent Pop-up oder so. Ist schon in Ordnung. Fuck, wieso kriegst du so viel? Weil du noch Also. 2 einfach niedriger bist, da hast du. Okay, das ist vielleicht ein Grund. Ja, aber ich kann eigentlich. Obwohl. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Ah, Tebasio schon wieder. What the fuck? Da drops. Echt strange, Alter, irgendwie. Na, oh, meine Minimap ist wieder mal wieder weiß. Meine zweite Minimap auf dem Ringmaster ist halb weiß. Was für ein Ding? Ach, Minimap. Bei mir ist da immer nur so ein weißer Streifen drin. Ja, das ist Aber bei wenn mir man mit auch. der Also Maus zumindest nur drüber so geht, dann. einstellen. Das sollten die mal fixen. Finde Oh ich. ja, stimmt. Also bei einem Schaf, mir ist es komplett weiß, bei meinem Aufnahmetra. Okay. Und halt, wir hatten doch letztens darüber diskutiert, über die Hochzeiten von Flive. Und zwar, keine Ahnung, können wir das hier vielleicht erwähnen, falls irgendwie Admins zuschauen. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, da irgendwas ins Forum zu schreiben. Und zwar hatten wir uns da. Unterhalten die Zeit, wo Maximallevel 129 war. Die war ja die beste. Oder 120, 121, ja. 121 Hero halt. Das war ja quasi die beste Zeit. Das heißt, unser Vorschlag wäre halt logischerweise, das auf das Level anzuheben. Bestes Zeug, Nox-Zeug und bla die Waffen. Und so. Und dass man halt, also finde ich zumindest, dass es am coolsten ist, wenn man halt alles awaken kann. Also auch Gaunts und Genau. so weiter. Vor allem Leveln und Dungeons und so spielt einfach auch noch ein bisschen eine Rolle und man hat halt einfach ein bisschen. Ja, Klar, ich man meine. hat einfach mehr Möglichkeiten. Ja, genau. Ich finde, man hat mit 121 das Maximum an Möglichkeiten und das Minimum an neuen Schutzsystemen, sag ich jetzt mal so. Ja, Schutzsystem passt ganz gut. Weil das ist ja Oder mal das meiste was an man natürlich New auch machen Oldschool. könnte, fünffache Wakes und 150 und Ultras und so. Ja, ganz genau, Ich meine, das war das Beste, was vielleicht jemals passieren konnte. Ja. Habe ich mich dran verschluckt, Alter, als ich das gehört habe. Sowas erstmal gar nicht im Mund, das ist. Ja, Alter.
Nee, keine Ahnung, das ist irgendwie fache Wegseite. Das ist so unnötig. Ich meine, was bringt das bitte? Außer, dass die ganze Scheiße dann noch OP wird. Es bringt einiges, dass Chipotle halt mehr verdient. Beziehungsweise, dass sie das in der Instant-Pleite gehen lassen. Na, ist ja inzwischen Websen. Websen, ja, mittlerweile wird es aufgetaucht. Es gibt ja irgendwie, ich habe gelesen, dass die Chipotle, das heißen jetzt Webholz oder so. Okay. Und sonst hat man ja immer die Cheap Potatoes so instant bekommen und jetzt braucht das irgendwie 3 bis 5 Tage oder so, keine Ahnung. Drei, oh mein Gott. Und ich weiß aber nicht, was ich an den Preisen verändert habe, aber ich glaube, das ist echt Todesstoß quasi. Rest in Peace, ganz ehrlich. Das 3 bis 5 Tage, alter Schwede. Meine Offi müsste eigentlich einfach nur oder halt Flife 2 rausbringen. Ja. Halt mit verbessert. Ich finde das Spielprinzip von Flife, ich meine irgendwie, ich habe mit keinem MMO, ich meine klar, andere MMOs mit coolen Skillsystemen und so schön und gut, aber ich finde Flife ist für mich immer noch so das MMO, was irgendwie den meisten, die meiste Coolness hat quasi so. Ich meine das so mit diesem EQ-Switchen und so weiter, das hat kein Spiel. Mhm. So, ich meine, klar, dass mit dem die ganze Zeit Monotown irgendwelche Viecher abschlachten, hat auch kein Spiel. Aber halt, keine Ahnung. Naja, gut, das gibt's schon, aber. Ja, aber irgendwie halt einfach so, dass es halt irgendwie selbst für Retards halt irgendwie verständlich ist, Salesman. Ja, und ich denke mal aber auch, was der Grund ist, warum wir jetzt gerade so Flife zum Beispiel finden und nicht irgendwie WoW oder Guild Wars 2, ist halt einfach, dass wir. Also ich zumindest, das war mein erstes Online-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das spiele ich schon voll ewig und ich weiß einfach alles über das Spiel. Das ist halt so das Ausschlaggebende, warum man es eigentlich zockt, weil keine Ahnung, immer dann wieder, zum Beispiel, wenn man jetzt anfängt, Guild Wars 2 zu spielen, was ich an sich auch ein ziemlich cooles Spiel finde. Mhm. Ja, dann muss man da erst wieder alles lernen und was ist und so. Ich meine, ich habe da auch angefangen, ein bisschen gezockt mit einer Freundin, die da irgendwie, keine Ahnung, das übelst gesuchtet hat, egal. Hab da auch so die Grundlagen verstanden, aber halt auch nicht alles und so, weil halt den Großteil bekommt man erst im High-Level-Bereich mit. Das ist natürlich, das ist das andere Problem. Und keine Ahnung, ich finde allgemein so, ich meine, PvP-System von irgendwelchen anderen Spielen schön gut, dass man dann halt irgendwie so richtig ausweichen kann und so, aber bei Flife ist es einfach so einfach und so, keine Ahnung, damit einzigartig. Easy gehalten und einfach irgendwie drauf, also so, keine Ahnung. Ja, das ist irgendwie, und allgemein so, auch die Skills, so Asal und so weiter und die ganze Einfachheit und Power-Ups und was weiß ich, Alter. Na okay, also die Power-Ups finde ich jetzt nicht so geil, aber... Ich finde das eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, gut, ich meine, klar, aber so teilweise, ja. Okay, wie weit sind wir denn jetzt in der Aufnahme? Machst du den nächsten Cut, weil ich jetzt auf Kamen. Ja, wir werden schon bei 18 Minuten, also wenn man das. So, wenn meine Zeitrechnung so stimmt. Ja. Okay, und dann wir da theoretisch. Genau, theoretisch könnten wir jetzt sagen. Danke fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten LP. Ciao.